Hey Tobi. Ich würde aus Interesse gerne wissen, ob er auch so Seeigel und sowas mag und Austern. Aber er mag auf jeden Fall Fisch, das weiß ich. Fisch ist, also er ist am einfachsten zu beglücken. Wir gehen zum Zauberer und geben dort Hibiskus ab. Mach die Tür auf, du geiler Sack. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch das Maismehl. Ich hoffe, dass das bald fertig ist. Vor allem heute ist richtig beschissener Wind. Aber ich bin echt an einem windigen Tag hin. Mich ärgert das total. So, bitteschön, guck mal. Huh, oh, du hast die Zutaten für den Hexentrank mitgebracht. Ja. So, eins. Eine Zutat mal wieder. Ja, aber das reicht immer noch nicht aus. Oh nein, scheiße. Hast recht, Mann. Sorry. Noch gutes Maismehl. Ja, ich bin dran, ja. Ohne alle Zutaten kann ich nämlich nichts tun. Ich weiß. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir gut? Ach so, ja, ich kann ja nicht mit dir reden. Sorry. Gutes Maismehl. Ich weiß gar nicht, ob wir ihm trotzdem... Können wir ihn trotzdem ein bisschen rubbeln? Oder ist ihm das scheißegal? Ah nein, das ist ihm nicht scheißegal. Okay, weil wir können ja nicht mit ihm reden. Aber vielleicht können wir so schon mal ein paar Punkte ercheaten. Yay! Dann, ihr fragt euch vielleicht, warum hat der Zauberer keine Kugel? Er ist doch ein Zauberer. Muss da nicht eine Kugel stehen? Da würde voll gut eine Kugel hinpassen. Tja, auch dazu gibt es eine Sidequest, die wir leider erst triggern können, sobald wir die... Na gut, nicht die grüne Glocke haben, aber zumindest der Zauberer geholfen hat mit der Hexenprinzessin. Ja, ihr wisst schon. Da, 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 die zurückzuverwandeln und so. Mm-hmm. Was sagt denn die Breastbar eigentlich? 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir wirklich 18 Uhr dahin müssen, dass Marco kocht. Aber es kann echt sein, dass es erst 18 Uhr getriggert wird. Weil er ja noch nicht da war, offensichtlich gerade. Ne, da müssen wir noch eine Weile warten. Was gibt's denn hier eigentlich? Was kann man hier so bestellen? Traubendrink, Apfeldrink, Süßkartoffeldrink, Weizendrink, also Bier. Hier gibt's Kartoffelbrei. Und hier kann man Apfeldrink lernen. Ja, brauche ich aber nicht. Du musst einfach so einen Reifungstopf kaufen und da zwei Äpfel reinknallen. Das habe ich schon rausgekriegt. Und oder zwei Trauben halt. Zwei Trauben in den Reifungstopf. Fertig. Ja, das ist das Einzige, was ich aber auch weiß. Jetzt müssen wir eine Stunde warten. Was mache ich denn so lang? Ich habe halt kaum Energie. Könntest du mal hier unten umgucken? Hier war ich noch nicht. So, was gibt's denn hier unten? Ha, nichts. Cool. Und auf der anderen Seite? Kann man da was finden? Ja, nichts. Cool. Und hier auch nicht? Cool. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt alle beschenkt. Alle sind happy. Hier ist Simon. Ich laufe halt noch ein bisschen durch die Stadt. Könnt ihr mal gucken, ob der Hund noch da ist hier oben. Klar. Eine Krähe. Ja, der rennt hier rum, aber den möchte ich, wie gesagt, nicht. Hier ist auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Wobei ich mich frage, ob der Bürgermeister das hört, wenn man auf seinem Dach rumläuft. Mich würde das ja stören. Interessant. Die Straße zur Kirche führt also so hoch und dann ist es wahrscheinlich so eine Schlängelung. Da, 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 da. Hab ich schon mal das Schild hier angeklickt? Ich glaube nicht, oder? Hier steht nämlich Schule. Grundschule, geöffnet, 8 Uhr bis 17 Uhr und geschlossen feiertags. Hm, ich weiß gar nicht, ob die Kinder dann wirklich in die Schule gehen. Das wäre cool. Wobei ich ja sehr hinterfrage. Ich weiß nicht, ob Claire und Paolo und Thilo auch zur Schule gehen. Weil die sind ja schon ewig lang Kinder. Und wenn die neuen Kinder geboren werden, die sind ja dann viel schneller erwachsen. Ach, ich juck's gerade an meinem Auge. Okay, jetzt. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Huch, Yolanda ist gestolpert, das habe ich genau gesehen. Jetzt ist sie wieder hochgegangen einfach. Okay, chillig. Marco, bist du da? Kann ich deine Quest triggern, bitte? Du bist halt auch immer 18 Uhr zu ihm hinrennen, das ist richtig geil. Aha, es geht los. Dab, dam, dam, dam. Ach, Maya. Lalalala. Lalalala. Schau mal, Herr Lehrer, ich bin fertig. Das sieht ganz toll aus, ja. Warum muss ich dir eigentlich Kochen beibringen? Weil meine Oma das gesagt hat. Ich hätte nie gedacht, dass Essen so verkohlen könnte. Es schmeckt scheußlich. Wie kannst du nur so etwas Ekliges kochen?
Ich habe mein Bestes gegeben und genau wie du es gesagt hast. So etwas habe ich dir sicher nicht beigebracht. Nochmal von vorn. Du bist doof. Ja. Hör auf, traurig zu gucken. Sie hat es verdient. Die hat Scheiße gekocht. Oh, du bist es. Ja, was los? Musstest du die so anballern hier? Ich sollte ihr beibringen, wie man kocht. Unmöglich. Beim Kochen geht es um Feinsinn und die Wahl der Zutaten. Willst du auch kochen? Ungern. Mhm. Ich habe dann wohl keine Wahl. Dann werde ich es dir auch zeigen. Wenn du mir zwischen 6 Uhr und 10 Uhr Essen bringst, probiere ich es. Er meint abends, oder? Er meint 18 Uhr. Also zuerst, kannst du etwas bringen, das mit dem Schneidebrett zubereitet wird? Kommt zwischen 6 und 10 Uhr abends. Es müsste abends sein. Ich bin sicher, es wird alles abends. 100%ig abends. So, Kochen für Anfänger haben wir gelernt. Ja, ich habe jetzt nichts dabei vom Schneidebrett. Tut mir leid. ich muss da mal gucken, was man so anfertigen kann. Am leichtesten sind so Sashimi-Gerichte, aber da muss ich halt richtig teuren Lachs nehmen zum Beispiel. Ja, und da ich keine Energie mehr habe, würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir das vielleicht irgendwie morgen zusammenkriegen können. Oh, hi, Haminger. Ich gehe einfach ganz normal an dir vorbei. Tschüss. Dim, dim, dim. Ach, die Abendmusik. Wir hören die kaum, aber die ist so schön. Zikaden, When They Cry. Mögt ihr den Anime Higurashi Nonako Koroni? Oder When They Cry? Ich mag den sehr gerne, aber er ist auch ein bisschen anstrengend zwischendurch. Aber insgesamt ist es echt cool. Und ich hätte auch echt Interesse daran, die Spiele mal nachzuholen. Aber ich glaube, der Arzt da ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man den Anime kennt. Und gerade schauen wir, oder was heißt gerade, wir haben mal vor einer Weile angefangen, die neueste Staffel zu gucken, die ja dann wieder einen neuen Weg irgendwie behandelt. Oh, so schöne Musik. Ja, aber das fand ich bis jetzt sehr anstrengend, weil es auch um den Charakter geht, den ich nicht so geil finde. Ja, aber ist empfehlenswert. Also kann ich sehr empfehlen, der Anime. Und vor allem ist auch der Soundtrack sehr schön. Sind hier hinten vielleicht noch Himbeeren? Dann würde ich die nämlich noch einpacken. Ich finde es so schön, dass man schon sieht, dass da hinten das Wasserrad ist. Ey, das Spiel ist so toll, ne? Es hat richtig, hat wirklich einen Sinn für Details. Okay, also unglücklicherweise können wir morgen nicht zu Claire gehen. Oh, ich habe einen Brief bekommen. Warum? Was ist hier los? Die Breastbar wird endlich wieder eröffnet. Leckere Drinks in einer entspannten Umgebung. Wir bieten Ihnen Entspannung nach der Arbeit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hi, wir haben die unterschiedlichsten neuen Waren wie gebratener Reis und Spaghetti. Wir hoffen, du kommst zum Probieren vorbei. Weitere Empfehlung, Hibiskus, eine rote, sinnliche, tropische Blume. Gib sie der Person, die du liebst. Komm also vorbei, wir warten auf dich. Schön, dann haben wir gleich noch Post bekommen. Bitte lass es morgen keinen Taifun geben. Vor allem, weil ich heute so viel geschafft habe. Ich möchte nicht neu laden. Nee, ich werde das nie machen. Ich glaube, ich werde niemals von vorne laden. Ich werde mich wahrscheinlich einfach ärgern. Frustriert sein, mich beschweren, aber nicht ärgern. Nicht neu laden. Keine Ahnung, was habe ich jetzt gesagt? Ich weiß nicht. Egal, wir ignorieren das einfach. Gute Nacht. Was habe ich denn verkauft? Ich kann mich gar nicht erinnern. Was habe ich denn verkauft? Habe ich überhaupt was verkauft? Scheinbar ja, aber Wasser habe ich verkauft. Ah, ein Thunderstorm. Oh, ich habe kurz einen Schreck bekommen. Aber ist gut. Okay, aber das Windrad dreht sich. Also wenn heute guter Mais dabei wäre, könnte man da eigentlich einen famosen, so guten Mais, ihr wisst schon, Dings draus machen halt. Gutes Maismehl. Oh, wir haben noch mehr Post bekommen. Von der Korallenklinik. Wir haben Produkte, die alle bisherigen übertreffen. Alle Arten von Erkältungsmedizin, Antimüdigkeit und ähnlichem. Allen Besuchern der Minen legen wir das Allheilmittel ans Herz. Stimmt. Kommen Sie auch aus Gründen der Vorsage unbedingt vorbei und kaufen Sie Medizin. Denn Medizin ist teuer. Oh ja. Guter Mais. Oh, scheint geiler Mais zu sein. Keine Ahnung. Warum habe ich denn gar keinen Platz? Was ist denn hier los? Hä? Ach so, weil ich noch nichts gelagert habe, oder wie? Ja, ich habe ja voll viel Scheiße bekommen. Ich erinnere mich. Wenn ich Kaffee möchte, muss ich dann die Kaffeebohnen in den Topf legen? Ich glaube, ja. Ich probiere das jetzt.
dum, dum, dum. Du hast so viele Gegenstände, du dumme Kuh. Okay. Entschuldigung. Aber ich habe doch noch ein paar Kräuter dabei. Die kann ich doch ablegen, genau. Boah, 39 Kräuter. Also Kräutertee wird wahrscheinlich niemals alle werden. Da bin ich sicher. Und sonst habe ich leider keinen Platz mehr, ne? Ja, schlecht. Aber wenn ich heute malen gehe, werde ich dieses Zuckerrohrzeug mitnehmen. Mais. Ah, guckt, die kann ich noch lagern. Yay. Da. Und dann habe ich ja Platz. Dann kann ich ja doch was ablegen. Juhu. Ich werde trotzdem mal die Kaffeebohnen im Topf kochen. Ich glaube, dann kriegen wir Kaffee. Kaffee, Kaffee. Ich habe so viel Kaffee gekocht früher für den Zauberer und für Christian. Und ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist eigentlich traurig irgendwie. Okay, also es, ja, Kaffee macht man nicht aus Kaffeebohnen. Ich glaube, die Kaffeebohnen hätten wir mahlen müssen. Und die gemahlen... Ja, das Kaffeepulver, das kann man dann im Topf zu Kaffee machen. Jetzt hab ich's. Tja, jetzt haben wir halt die Kaffeebohnen versaut. Ist okay. Passiert. Ist in Ordnung. Ich frag mich ja, wenn man Kaffeebohnen zu Kaffee mahlt, kann man dann mehrere Sachen auf einmal mahlen? Das dauert ja sonst ewig. Okay, weg damit. guter Mais. Ich weiß nicht, ich würde halt jetzt ganz viel Zeug mitnehmen und hoffen, dass einfach einer davon gut wird. Aber so wie ich das sehe, famoser Mais, yay! Gute Tomate, die wollte ich aber gar nicht. Normaler Mais. Normaler Mais. Okay, also wir haben einen famosen Mais. Mit dem würde ich es probieren. Und eine gute Tomate, ja, die muss ich halt aufheben. Ach, die sind noch nicht fertig? Ist hier was fertig? Oh ja, die Teeblätter scheinbar. Ja, das wird morgen alles fertig sein. Und ich habe aber keine Sachen mehr, die ich anpflanzen kann, oder? Oh doch, Melonen. Juhu. Hä, wie geil. Okay, da muss ich aber trotzdem nochmal nachkaufen gehen. Was muss ich denn nachkaufen eigentlich? Tee unbedingt? Wartet mal, lass mich nachdenken. Den Grüntee brauchen wir halt noch ein bisschen. Wie viel Grüntee habe ich noch? 27. Ich habe jetzt Teeblätter. Guter und normal. Also wir haben dann praktisch nochmal 30 mal Grüntee. Also 15 für jeden. Also das müsste reichen. Gut, bei Yolanda nicht. Bei Yolanda nicht. Ich komme mal kurz Grüntee. Du hast zu viel in deinem scheiß Rucksack. Toll. Ich kann aber gar nichts ablegen gerade, oder? Ach doch, eine Sache kann ich ablegen. Gut, dann weiß ich nicht. Ist ja nur vorübergehend. Zuckerrohr wollte ich mitnehmen. Ich will nichts ablegen. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich was abgelegt habe. Ja, dann nehme ich halt ganz kurz hier die Tomate rein. So. Ist das jetzt der Mixer oder der Topf? Der Topf, okay. Wartet. Was ist das Zuckerrohr? Das sind Tulpen. Okay. Ich finde ein bisschen schade, dass man nicht einfach sagen kann, bitte koch das gleiche nochmal. Das ist wirklich blöd. Da-dum, 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 yeah, yeah. Da-da-dum, da-dum, 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 da-dum. Noch ein Teeblatt. Da-da-da. So, jetzt habe ich auch mehr Platz. Die Tomate, die eine. Mache ich aber gleich mal zu einem Saft. Da-da-dum, da-dum, da-dum, da-dum. Wo ist die eigentlich? Ist die jetzt hier? Ja. Yay. Okay, die knall ich jetzt auch hier rein. Super. Ach, sehr schön. Okay, ich muss auf jeden Fall noch eine Milch lagern. Und dann hoffe ich halt, dass Zuckerrohr rauskommt aus der ganzen Geschichte. Ich überlege bloß, in welche Richtung ich zuerst laufe. Oh ja, ich weiß, in welche Richtung ich zuerst laufe. Ich laufe zuerst zur Mühle. Denn falls wir Glück haben und es kommt wirklich... Ja doch, also gut, ich muss kurz nachdenken. Und es kommt wirklich gutes Maismehl dabei raus, dann können wir natürlich beim Zauberer direkt weitermachen. Und dann mache ich natürlich
die ganze Sache hier zum Schluss in Harmonika. Dann gehen wir erstmal hier lang. So, okay. Hier wird erstmal losgelegt. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz in meinen Taschen, weil ich habe gar keinen Platz in meinen Taschen. Ach, ich brauche noch so viele Sonnenblumen. Okay, ist ein normales Hühnerei. Das Entenei ist immer noch am Ausbrüten. Schön. Die haben alle schlechte Laune. Streicheln. Halten. Absetzen. Nack. Streicheln. Halten. Absetzen. So. Dip, 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 dim, dim. Okay, das Ei werde ich aber verkaufen. Ich brauche ja bloß Milch. Und dann noch Zucker. Also ich habe jetzt zu Zuckerrübe nichts gefunden, aber ich habe generell nichts zu Zucker gefunden. Also bin ich mir nicht sicher, ob vielleicht das Rohrzuckerding selber schon Zucker ist. Ich werde nochmal bei der Mühle dann gucken, ob man Rohrzucker verarbeiten kann. Dann bin ich mir ganz sicher. Wenn da nämlich kein Rohrzucker steht, dann wird es kein Zucker werden. Aber ich bin mir fast sicher, dass Zucker draus wird und nicht aus der Zuckerrübe. Und wenn es Zuckerrüben gibt, dann können wir die auf jeden Fall noch nicht anbauen. Das finde ich halt ein bisschen schade. Weil dann wird das sowieso nichts mit dem Eis. Weil Eis können wir, glaube ich, auch noch nicht kaufen. Im Ocarina-Gasthaus. Das wird erst mit der grünen Glocke kommen. Oder wenn man mit sonstigem was verdient hat. Ich weiß es nicht. Ich brauche jetzt erstmal meine Bürste. Meh. Dip, dip, da, dim, dim. Dip, dip, da, dim, da, dim, da, dim. So, Merkmaschine Nummer 1. Gute Milch. Aha, enttäuschend. Mhm, okay. Ich mache das halt einfach zu Butter und verkaufe die. Bringt ja 30 G mehr. Überhaupt das Weiterverarbeiten eigentlich immer so das A und O in diesem Spiel. Weil man immer ein bisschen mehr Geld aus den weiterverarbeiteten Sachen bekommt. Also kochen ist eigentlich auch gut. Famose Schafmilch. Jetzt geht's aber los hier. Hm. Ich muss gleich mal gucken, wie sehr sie uns mag. Vielleicht kriegen wir auch schon famose Wolle. Auch wenn sie uns hasst. Famose Schafbutter. Okay. Ich guck mal kurz hier rein. Tiere. Oh, scheiße. Das war aus Versehen. 69.000 haben wir schon mit Ackerbau verdient. Nee, Chef ist immer noch bei 5. Na, ich trau mich nicht. Nee, ich trau mich nicht. Wartet mal. Hatte Schmusi jetzt 10 Herzen oder 9? Ah. Wahrscheinlich 9, weil bei 10 würde ich eine Beere bekommen. Ja. Meh. Alle sind glücklich. Schön. Ah, ich hoffe so sehr, dass es klappt mit der Mühle. Bitte, 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 bitte. Ja, und ich hoffe, dass kein... Also es wäre kacke, wenn jetzt morgen ein Tornado käme. Weil wir haben jetzt so viel angepflanzt, was auch morgen fertig wird. Bitte, lass es mich einfach schaffen. Das wäre schön. Ich glaube, ich gucke erstmal an den Strand. Erstens, weil es hier Brombeeren gibt, ganz oft im Busch. Außer heute natürlich. Und weil es ja auch oft Miesmuscheln gibt. Und davon ist ja Paolo ein Fan. Nö. Es gibt nichts. Nichts gibt es hier am Strand. Bitte eine Miesmuschel. Auch wenn ich recht viele gefunden habe auf der Tukan-Insel. Gar nichts. Wie viele habe ich jetzt eigentlich? 10? Oh, das reicht. Das reicht locker, denke ich. Wir sind ja fast beim zweiten Herz und dann nochmal 7 Stück. Dann haben wir Paolo auch fertig. Dann müssen wir nicht mehr bis darüber rennen. Da, 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 da. Oder wir fangen mit Tobi an. Dann müssen wir doch darüber rennen. Der mag halt Fisch. Ich muss nochmal nachgucken. Aber ich bin sicher, er mag halt einfach Fisch. Und dann dauert es bei Tobi ein bisschen länger. Hm, bis wir den kriegen, wenn er das nur mag und nicht liebt. Das einzig Blöde ist, wenn wir heute zum Zauberer gehen würden, kann es sein, dass wir die Glocke nicht läuten können, weil ja heute kein sonniger Tag ist. Aber haben wir nicht schon mal bei Regenwetter die Glocke geläutet? Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Tilo. Ich gehe erstmal zu Tilo. Nee, weißt du was? Ich gehe erstmal zur Mühle. Ich gehe erstmal zur Mühle und probiere das mit dem Zuckerrohr. Dann gehe ich zu Tilo. Dann geben wir ihm die Sonnenblume und eine Streicheleinheit.
Dann gehe ich zur anderen Mühle und hoffe, dass der famose Mais endlich mal guter Maismehl wird. Gutes Maismehl.